Ansonsten herzlich willkommen zur heutigen .NET User Group Regensburg mit einer Koryphäe, nicht nur der .NET Gesellschaft. Wann kommt der? Bitte was? Wann kommt der? Ja, das ist eine Frage, ne? Christian Weyer, jedem bekannt. Das Beste an seinen Vorträgen ist, glaube ich, dass er sowohl informiert als auch Leute zum Lachen bringt. Und zwar im Verhältnis 50 zu 50, meine Sache. Hat auch einen sehr schönen Druck auf ihn. Also bei dir lache ich zumindest am meisten. Das war natürlich ein Auslass, das ist okay. Hat auch einen sehr coolen Talk gehalten über C64, einen Retro-Talk quasi. Das war das bei der Basta schon, oder? Letzte Woche, ja. Und heute ist er bei uns mit Angular 2 und zeigt uns, wie wir Spars auf allen möglichen Plattformen, vom Browser bis Mobile, über die verschiedenen Desktop-Systeme aufbauen mit dem neuen Framework von Google. Und dann übergebe ich schon an dich. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Abend, hallo. So, wir können gleich wieder die Kamera ausmachen, keiner hat Lust. Hey Leute, hallo. Hallo. Es ist zwar jetzt Feierabend und ihr habt noch kein Weißbier, aber ihr könnt ja nicht so tun, als ihr dann Schweinsbraten und Weißbier vor euch stehen. Ne? Ja, ja, jetzt kommt so ein wirklich total langweiliges Thema, jetzt müsst ihr wenigstens ein bisschen selber Gas geben, weil durch mich wird es jetzt nicht viel besser werden. Ne? Also, wir machen das jetzt nochmal, kommen so ein bisschen noch in der Schule, ne? Früh so, einen wunderschönen guten Abend, hallo. 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 Freut mich wieder mal in Regensburg zu sein. Ich glaube, das letzte Mal war es 2012 oder 13. Ich glaube, 12 war es oder sowas. Ne? Ja, sehr interessant. Bleibt die Tür offen, weil das halt ja wie Hund. Ich würde sie nochmal offen lassen, falls Leute kommen. Unsicher fühlst, nein, ich würde es mal kurz offen lassen, falls die Leute kommen. Okay. Achso, dass jeder weiß, was los ist? Ja. Genau. Wunderbar. Okay. Ja, der offizielle Titel ist Browser, Mobile und Desktop, echte Cross-Plattform-Anwendung mit Angular 2 in Action. Naja, da steckt jetzt relativ viel drin, es ist relativ interessant. Ich habe heute über Twitter angekündigt, dass ich jetzt nach Regensburg fahre und habe heute auf Facebook angekündigt, dass ich jetzt nach Regensburg fahre und ja, alle geliked und wie heißt es auf Dings? Hier auf Twitter heißt es ja like und love, ne? Herzsymbol. Und Favorite, ja. Und zwei haben gemeint, ist ja cool, dass du da hingehst, aber da ist doch überhaupt nichts mit .NET im Titel. Und ich sag, ja, genau. Ich bin nämlich seit vielen, vielen Jahren Freund davon, einfach über den Tellerrand zu blicken, weil ich komme ja historischerweise aus der Microsoft und aus der .NET-schwangeren Welt. Also ich war damals dabei, als 2001 und 2002 .NET eingeführt wurde, auch in Deutschland, beim .NET Summit in Neuss, in dem großen Hotel. Swiss Hotel, und habe seit jeher sehr viel .NET gemacht, vor allem auf der Serverseite und jetzt halt seit vielen, vielen Jahren so End-to-End-Architektur und End-to-End-Betrachtung. Ich will heute einfach mal ein bisschen was zeigen, was vielleicht für den einen oder anderen von euch ein bisschen Anschub oder Ansporn ist, neue Software vielleicht zu überdenken, wie man sie bauen kann und für was man es bauen kann, muss man so formulieren. Wer Fragen hat zu dieser Session, zu dem Sample, was ich zeige, zu irgendwelchen anderen C64-Sessions oder Vorträgen von früher, einfach entweder per E-Mail, also christian.weyer@thinktecture.com oder einfach neumodisch @christianweyer via Twitter. Ich bin normalerweise relativ fix und flott unterwegs, wenn es ums Antworten geht. Vielen Dank nochmal, dass ihr den Unterfranken hier reinlasst übrigens. Ne? Es ist ja nicht immer so ganz klar mit den Regierungsbezirken, wo man rein darf. Also nach Mittel- und Oberfranken wird es immer ganz schwierig für uns Unterfranken. Aber hier ist es schon mal ganz gut gelaufen. Also an der Grenze war nichts, war alles safe heute. Ne? Das ist ein schöner Spruch. It's nice to be a Preis, it's higher to be a Bayer, but the best you can think is to be an Unafränk. Ah, das kann man jetzt mit allen möglichen noch einmal so machen. Ja, ich bin in Würzburg aufgewachsen. Du bist in Würzburg aufgewachsen. Also ich komme aus der Nähe von Normain, also da ist ja nicht weit weg davon. Ne? Brauchst du einen Stuhl? Jo, wäre okay. Oder noch einen Boden? Nee, Quatsch, wir haben noch irgendwie... Soll ich mal schauen? Genau. Der Inhalt von dem Vortrag und ich sag mal die Quintessenz ist jetzt nicht irgendwie, ach der Weyer hat sich mal hingesetzt und hat jetzt mal sich Angular 2 angeguckt und Cordova und Electron
und hält jetzt mal einen Vortrag drüber. Wir machen das seit, naja, je nachdem, wie man die Zeitspanne sieht und den Zeitstrahl sieht, mit welchen Technologien man dann hantiert. Wir machen das seit über 5 Jahren jetzt, diese ganze Thematik. Also Angular 2 natürlich nicht logischerweise, ja. Das wird jetzt ja ganz passen. Angular 2 gibt es final erst seit 2 Wochen oder seit 2,5 Wochen. Aber diese ganze Story rund um Cross-Plattform-Clients, Cross-Plattform-Anwendungen, die Single-Page-Applications, wie es angesprochen wurde, das machen wir jetzt mittlerweile schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Aber immer betrachtet End-to-End. Also sprich, naja, am Ende des Tages haben wir irgendwo einen Datenbestand, wahrscheinlich eine Datenbank, SQL-Server, SQLite, Oracle, IBM, DB2, Filesystem, LDAP und so weiter und so fort, Active Directory natürlich nicht zu vergessen. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie eine oder mehrere Clients. So, und irgendwie müssen die Daten von da nach da und von da wieder nach da. Das ist sozusagen die End-to-End-Betrachtung. Da gehören so langweilige Themen dazu wie Security. Da gehören so langweilige Themen dazu wie Offline-Betrachtungen, auch wenn man scheinbar in einer Webwelt unterwegs ist. Da gehören solche doofen Themen dazu wie Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit. Da gehören so depperte Themen dazu wie total langweilige Gedanken sich machen, wie könnte man jetzt tatsächlich diese Software auf die unterschiedlichen Zielbetriebssysteme und Zielplattformen bringen. Deswegen habe ich mich ja vor einiger Zeit nicht nur mit dem .NET und dem Microsoft-Umfeld beschäftigt, sondern eben auch sehr viel mit diesem Web und mehr, ich sage jetzt mal, Google-lastigen Umfeld und bin da auch relativ in der Community viel unterwegs. Also ich bin sowohl auf .NET-User-Groups, obwohl ich jetzt sehr wenig über .NET heute Abend spreche, als auch auf JavaScript und Web-User-Groups. Da heißt es übrigens nicht User-Groups, da ist es cooler, da heißt es Meetups. Das ist nämlich viel, viel cooler als User-Groups. Also ihr müsst euch umbenennen übrigens. Die Regensburg Tech-Base Meetup Group oder so ähnlich. Ja? Gut. Also es wird heute um moderne Softwareentwicklung gehen und ich glaube, moderne Softwareentwicklung für mehr als nur Webentwickler. Wer wird sich so klassischer Webentwickler mal schimpfen? So ganz kurzes Show of Hands. Okay, relativ wenig. Wer eher so der klassische Windows-Entwickler? Okay, kann man ja fast denken. Und jetzt so Mobile-Entwickler? Genau wie immer, keiner bis 2,5. Datenbank-Entwickler, Server-Entwickler? So, ja, okay, auch klar. Was haben wir noch? Access, VB6. Foxpro, Excel, ja genau, irgendwie sowas. Gut. Ich glaube, bis auf die letzte Gruppe, die ich genannt habe, es könnte für jeden was dabei sein heute Abend. Schauen wir einfach mal rein. So. Es gibt ein paar Themen, die wir uns angucken. Also am Ende des Tages will ich eine kleine Geschichte aufzeigen, wie man heutzutage moderne Software entwickeln könnte. Das ist eine Möglichkeit. Ich meine, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Kunden. Unsere Kunden sind so Leute wie ihr. Also wir sind ja quasi ein technisches Beratungsunternehmen, bieten auch Software-Implementierungsunterstützung an und helfen dann entweder Enterprise-Kunden für Inhouse-Lösungen oder eben die ISVs, also die Independent Software Vendors, die dann ihre Softwarelösung wieder an die Endkunden verkaufen, sozusagen. So. Und wir überlegen uns halt immer zusammen mit unseren Kunden, was ist denn jetzt wirklich sinnvoll, was ist machbar, sowohl von den Endanwendern her, wenn es um so Usability-Aspekte geht, das ist ein ganz, 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 ganz heißes Thema, ja, UX, und natürlich auch, ich sag mal, von der technologischen Machbarkeit, von der technologischen Relevanz und von der technologischen, ich sag mal, Zukunftssicherheit in diesem Sinne. Deswegen haben wir heute ein paar Themen, die wir abhandeln wollen oder sollten. So, was bedeutet das jetzt, diese moderne Business-Anwendung überhaupt? Erstens mal soll modern nicht despektierlich euch gegenüber wirken, weil ihr baut natürlich total moderne Software heutzutage. Eh klar. Ja? Modern heißt nur, wenn man heutzutage Software baut, dass man an morgen und übermorgen denkt. Also sprich, ich mache es immer am Beispiel unserer Kinder fest. Wer hat Kinder? Ja, schon einige. So, am Ende des Tages werden alle unsere Kinder irgendwann mal in diesen Unternehmen sitzen, für die ihr Enterprise-Software baut, oder sie werden die Endkunden von den ISVs sein, für die ihr Software baut. Das heißt also, irgendwann werden die die Kohle haben oder die Kohle ausgeben wollen und werden eure Endanwender sein. Sprich, wir sollten vielleicht heutzutage, also spätestens jetzt, dann wenn wir in 2017 hineinstapfen, überlegen, für wen wir Software bauen.
Und das ist eben für die nächste Generation und teilweise für die übernächste Generation. Und wenn man als mündiger und verantwortungsbewusster Softwareentwickler agiert und nicht nur einfach da sitzt und sagt, naja, komm, gib mir mal die Tasks, ich hau sie runter und dann schauen wir mal weiter, sondern wenn man eben ein bisschen über den berühmten Tellerrand blickt und blicken möchte, dann muss man einfach konstatieren, dass man ein bisschen weiter denken muss als das, was man vielleicht die ganzen Jahre hin gemacht hat. Und ich meine, der ganze Markt schreit ja danach. Ja? Microsoft selber hat sich in den letzten Jahren so gewandelt, dass es schon fast wehtut. Also seitdem Satya Nadella CEO ist, ist ja Wahnsinn. Da bleibt kein Stein auf anderen. Kein Stein. Gestern haben sie Microsoft Band 2, also Band komplett gekillt. Ich schätze mal, die ganze Hardware wird gekillt. Weil Nadella wahrscheinlich einfach ein Freund von Cloud und Services ist. Nadella ist kein Freund von Hardware, glaube ich. Nadella ist kein Freund von Windows. Nadella ist kein Freund von den klassischen installierbaren Produkten, sondern er ist ein Freund von Cloud und von Dienstleistern. Und da baut er gerade komplett Microsoft um. Und wer ist der größte Open Source Contributor für Linux und alle anderen Betriebssysteme auf dem Planeten? Microsoft. Microsoft kontribuiert mittlerweile so viel in Nicht-Windows- und Nicht-Microsoft-Source-Code-Basen wie kein anderes Unternehmen. Und das ist schon sehr erstaunlich. Das heißt, sowohl von der Seite auch als von der Endanwenderseite her, wir müssen einfach unterschiedliche Plattformen unterstützen. Ob das jetzt Desktop, also Plattformen im Sinne von Betriebssysteme, aber Plattformen auch im Sinne von Formfaktor. Also wer ist hier so ein Windows-User? Linux? Auch? Mac? Ein paar, okay. So, da haben wir schon mal einen Wildwuchs. Dann hat wahrscheinlich jeder einen Desktop, jeder hat ein Notebook, jeder hat wahrscheinlich so eine Art von Tablet, jeder hat ein Phone oder ein Smartphone. Smart-TV-Freunde hier unter uns irgendwie so, oder so Xbox und PS. Fire-TV-Geschichten, genau, auch, jawohl. Und da war irgendeiner mit diesen ganz neumodischen Sachen, so Smartwatches. Gar keiner, ne? Ja, das geht irgendwie nachher wieder vorbei. Hat jemand eine HoloLens? Ich habe eine. Möchte ich sehen. Ja, die ist im Büro, aber die ist halb so spektakulär, ich sag's dir. First Generation Devices. Sehr schwer, eingeschränktes Sichtfeld, Akkulaufzeit, naja. Irgendwann wird es vielleicht immer interessant. Nichtsdestotrotz müssen wir diese unterschiedlichen Plattformen, Betriebssysteme und natürlich auch Formfaktoren unterstützen. Weil am Ende des Tages ist es wirklich wurscht. Ich mache es mal am Beispiel von unseren beiden Kindern. Die Tochter ist 15, interessantes Alter. Der Sohn ist 10, auch interessantes Alter. Was ist die wichtigste Anwendung oder das wichtigste Stück Software im Leben einer 15-Jährigen? Facebook ist schon lang vorbei wieder. WhatsApp, genau. WhatsApp ist das Allerwichtigste. Was ist das Wichtigste im Leben eines 10-Jährigen? Minecraft. So, was ist das Wichtigste als Schnittmenge von der Tochter und vom Sohn? Windows. Not Spotify. Ah ja, das ist die Realität. Das heißt also, wenn man sich die mal alle anguckt, WhatsApp, es muss überall laufen. Es muss auf Android laufen, auf iOS, auf Windows Mobile, es muss im Browser laufen. Es muss als Desktop-Anwendung bei manchen laufen, damit sie schnell und viel tippen können. Spotify ist eh klar, das muss so überall laufen. Ausnahmslos. Und Minecraft, ich glaube, da muss ich gar nicht drüber reden. Das muss einfach überall laufen, auch wenn es das nicht tut. Das heißt, diese Anforderungen, die Erwartungen der nächsten und der nächsten Generation, die werden einfach kommen, ob wir wollen oder nicht. Die werden da sein, Punkt. Es interessiert keinen Punkt mehr, ob da auf dem Stück Hardware, ob da ein Windows-Logo ist, ein Apple-Logo ist oder ob da ein Roboter-Logo ist oder irgendein anderes Logo. Diese Software muss einfach funktionieren, sie muss einfach laufen, sie muss einfach benutzbar sein. Ich muss an meine Daten kommen. Und das ist diese Idee, dass man sagt, naja, wir beschränken uns eben nicht nur auf diese klassischen Hardware- und Betriebssystemplattformen, sondern wir schließen die größte Plattform auf dem Planeten ein, nämlich den Browser.
weil jeder von uns, vermute ich mal, jeden Tag mehrfach mit dem Browser arbeitet. So, und das ist halt das, was viele bei dem Thema Cross-Plattform immer ausblenden. Viele meinen sowas wie, weiß ich nicht, Xamarin ist Cross-Plattform, finde ich nicht. Xamarin ist Multi-Plattform-Apps bauen. Wenn ich echtes Cross-Plattform haben will, um potenziell überall hinzukommen, muss ich mir eigentlich die Web-Welt angucken, den Web-Stack. Und da wird der .NET-Entwickler dann unruhig. Web-Stack ist doch JavaScript, oder? Ja, we get there. So, also die Browser sind wichtig. Was glaubt ihr von den 5 Browser-Logos da oben? Wer ist heutzutage der innovativste Browser-Hersteller? Und welcher Browser ist der innovativste? Opera, okay. Chrome. Es geht nicht um die Verbreitung, sondern wer ist der innovativste im Sinne von Features, Speed, Edge. Edge by far. Also wirklich. Edge ist teilweise der Benchmark für die anderen mittlerweile schon geworden. Ich spreche jetzt nicht von der Stabilität und die Integration in Windows 10. Ja? Das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber die reine Architektur, der Aufbau, der leichtgewichtige Kern, die ganzen Engines innen drin, Chakra Core und so weiter, die Möglichkeit, es einfach zu portieren in Bälde auf andere Betriebssysteme als Windows, da gucken die anderen schon drauf. Und vor allem auf das Edge-Team und die Performance, wie die Features implementieren. Das heißt, wer ist da oben außer dem Internet Explorer, weil den können wir ja fast ausklammern, weil der ist ja eingestellt, da passiert ja nichts mehr, ne? Der ist nicht tot, der ist einfach nur fertig. Okay? Wer ist da oben der Browser, der momentan so am größten die Probleme eigentlich verursacht? Ich würde sagen, der Chrome. Ich glaube Firefox sogar. Der Chrome verursacht Probleme, wenn es um Memory Management und CPU-Auslastung geht, okay, aber rein um die Anwendungsfunktionalität, die möglichen Features, die ich in meinen Anwendungen von Apple, oder? Safari. Ja. Safari ist eine Katastrophe, sie haben sich mittlerweile berappelt. Sie sind wieder jetzt in die Gremien reinkommen, kommen auf diese ganzen Meetups, also auf die coolen Events, bekommen wieder ein bisschen mehr Traktion und gucken, dass sie wirklich was auf die Straße kriegen, aber es ist schwierig. Also viele Leute sagen, Safari ist der neue IE. Und das ist schon übel, das ist schon übel. Also wir müssen einfach die Webplattform mit einschließen. Ich habe mal so eine kleine Beispielanwendung. Für diejenigen, die auf der Basta waren oder das sonst schon mal gesehen haben, die werden die Anwendung kennen. Haben sie eigentlich vom Unterbau her irgendwas gemeinsam, wo sie alle dran arbeiten, gemeinsam? Du meinst die Browser? Ja. Ja, also es gibt ja Chromium als Kern, es gibt WebKit als Kern und es gibt Chakra Core als Kern. Ich meine, WebKit ist mittlerweile eigentlich nur noch Safari wirklich relevant. Chakra Core ist halt Microsoft oder Edge. Und Chromium und Opera haben mittlerweile den gleichen Kern, also Chromium. So, und es ist aber rein politisches nicht abzusehen, dass jetzt Microsoft Chakra Core wegschmeißt und alles auf Chromium baut. Genauso wie umgekehrt Chrome wahrscheinlich nicht unbedingt Chakra Core verwendet. Mal gucken, was Apple macht über die Zeit hinweg. Wobei, sie investieren jetzt wieder sehr viel in das WebKit-Team rein und sind da sehr aktiv. Ist auch alles Open Source mittlerweile. Also es gibt noch 3 disjunkte Plattformen. Was ist Fox denn? Bitte? Fox ist Chrome? Nee, also Firefox hat natürlich auch seine eigene, aber ich klammer momentan Firefox so ein bisschen aus, weil die gehen gerade einen sehr unangenehmen Weg, finde ich. Also, das ist so eine ganz einfache Anwendung. Und wenn wir von Business-Anwendungen sprechen, da meine ich ja langweilige Geschichten. Ne? Was braucht man bei einer Business-Anwendung? Login. Ne? Am besten mit so einem Hochsicherheitssystem. So, wir brauchen irgendwelche Master-Detail-Daten. Das ist einfach so eine kleine Beispielanwendung, die wir gebaut haben, um gewisse Aspekte von HTML5, Angular 2 und so weiter, Cross-Plattform einfach ein bisschen visualisieren und veranschaulichen zu können. Es ist ein Dashboard natürlich da, ja, das muss ja heutzutage alles schön bunti-bunti sein. Früher hat man immer gleich ein Data-Grid gebraucht, heute braucht man erstmal ein Dashboard. Ja, ist immer ganz wichtig. Dann haben wir solche Listeninformationen, wir haben Detail,
Informationen. In dem Fall geht es einfach um so Spiele, die man spielen kann, wo man sich dann treffen kann dazu, wo man Spielinformationen einstellen kann, wo man Örtlichkeitsinformationen einstellen kann, also wo bin ich gerade und spiele dieses Spiel und kann vielleicht auch sowas machen wie jetzt irgendwie so ein Bild so. Ja? Ja, man sitzt nicht so gut von den Lichtverhältnissen her und kann dann sagen, okay, ich spiele jetzt. Wir können natürlich auch sagen, okay, Games, machen wir ein neues Game, sagen wir mal .NET UGR in R mit einem Unterfranken, Save, Bild, besser jetzt, nicht so wirklich, speichern und dann haben wir jetzt halt hier in der Liste 2. Spiele und wenn wir jetzt eine Umkreissuche machen, dann können wir gucken, innerhalb von 1000 Kilometern, wie viele Spieler gibt es? 1, 2, 3, das war heute früh im Homeoffice als Beispiel. Ja. Das heißt, wir haben hier Master-Detail-Daten, wir haben strukturierte Daten, wir haben unstrukturierte Daten in Form von Binärdaten, wir haben Geolocation, wir haben die Integration über eine Kamera, wir haben die Möglichkeit von Push, das heißt also, wann immer etwas Interessantes erzeugt wird oder abgedatet wird, werden diese Informationen gepusht in alle subscribenden Browser. Ja? Also Push-Kommunikation. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir passen das jetzt mal an, so dem entsprechenden Formfaktor. Also wir haben hier so ein responsive Layout, wo sich dann die Anzeige, das Menü ein- und ausblendet oder wegblendet mit so kleinen Animationseffekten etc. pp. Also so typische Geschichten, die man immer und immer wieder findet in jeder Art von Anwendung, die ich in den letzten 18 Jahren gesehen habe. Und das ist jetzt eine ganz normale Web-App. Diese Web-App ist eine Single-Page-Application und diese Single-Page-Application wird quasi kleinseitig im Browser ausgeführt. Was jetzt architekturell passiert ist, es muss natürlich irgendwo hinten dran Services geben. Also früher hat man Web-Services gesagt, dann hat man REST-APIs am besten genommen, dann hieß es Web-APIs, ich bleibe jetzt mal bei Web-API. Und wenn man sich das mal anguckt und schaut dann hier zum Beispiel, wir machen mal einen Call auf Games, dann sieht man eben hier, dass Call auf so eine URL gemacht wird. In dem Fall ist es so ein Web-API, das liegt jetzt in Azure oben. Das ist halt abgesichert über Token-basierte Zugriffsmechanismen und dann bekommen wir als Antwort ebenso ein JSON zurück, in dem Fall halt diese zwei Spiele hier. Also eine relativ simple, leichtgewichtige und ganz wichtig Use-Case-optimierte Vorgehensweise, wie ich an Daten komme, wie ich Daten hole, wie ich Daten wieder wegschreibe, wie ich Daten update. So, wenn das natürlich erstmal nicht da ist, also sprich, wenn man so klassische Windows, Windows Forms, WPF-Anwendungen hat, die eher so konglomeratsmonolithisch mäßig aufgebaut sind, dann muss man wirklich erstmal sehr viel in die Architektur stecken. Ja? Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass man mittlerweile hoffentlich zumindest mal auf dem Pfad dorthin ist, so eine servicebasierte Architektur zu haben. Ob das dann mit WCF gemacht ist oder mit Web-API oder mit einem Java-Backend oder mit einem Node.js-Backend oder wie auch immer, ist ja kupfig Sprung. Ja? Hauptsache, ich habe so eine leichtgewichtige Service-Schnittstelle und eine Kommunikation. Okay. Diese Browser heutzutage sind natürlich ein bisschen mehr als nur so Bunti-Bunti-Anzeigemaschinen. Ja, das sind ja komplette Entwicklungs- und komplette Laufzeitumgebungen drin. Also ich habe hier einen kompletten Debugger, ich habe hier komplettes Netzwerk-Tracing-Tool, ich habe hier komplette Profiling-Möglichkeit. Ich kann CPU profilen, ich kann Memory profilen, ich kann hier, ich habe die diversesten Speichermöglichkeiten, also von einer simplen Key-Value-Storage-Möglichkeit bis hin zu einer SQL-basierten Datenbank bis hin zu NoSQL-Datenbank. Das heißt also, diese Engines, diese modernen Browser heutzutage, die können wesentlich mehr als einfach nur eine URL abrufen und eine Seite anzeigen. Diese Anwendungsarchitektur, die wir jetzt hier sehen, die ist schon stark dafür vorbereitet, potenziell offline zu funktionieren. Und das ist genau das, wo wir momentan in den Projekten extrem viel damit herumhantieren,
weil immer mehr Kunden jetzt kommen und sagen, naja, dieses Webzeug, ihr habt mich überzeugt, aber es geht ja nur online. Und dann sagen wir, nee, natürlich nicht. Das geht genauso offline, weil der Client läuft ja schon offline, der ist ja schon im Browser. Und jetzt brauche ich halt nur eine entsprechende Schicht und vor allem die entsprechenden Use Cases umzusetzen, um die Daten dann halt lokal zu halten, zu gucken, wann bin ich wirklich online, wann bin ich wirklich offline und dann zu überlegen, was muss ich machen, wenn ich jetzt wieder online gehe, wie muss ich die Daten aktualisieren, wie muss ich mit Konflikten umgehen, also all diese Herausforderungen halt, die ich sonst bei Disconnected Windows und Disconnected iPhone-Anwendungen auch habe. Ja? Man kann die heutige Webplattform tatsächlich so langsam aber sicher akzeptieren als eine überall verfügbare und sehr, sehr potente Runtime und Plattform, die einfach da ist. Klar, Leute, es gibt Unterschiede in den Browsern, um Gottes Willen, ja, das ist klar. Also man kämpft noch immer mit Unterschieden von Chrome nach Edge und von Edge nach Firefox. Das ist aber meistens sind es Performance-Themen, wenn es um CSS geht, also um die Visualisierung, um den UI-Layer und dann halt um grundlegende Features und APIs, die vielleicht entweder nicht da sind oder eben nur unzureichend implementiert sind, also unterhalb des UIs dann bei den sogenannten Browser-Web-APIs. Gut, so, das ist also so ein ganz simpler Anwender, aber in der Anwendung steckt schon einiges drin. Diese Anwendung ist komplett komponentenbasiert gebaut. Das heißt, die läuft jetzt auch natürlich auf den unterschiedlichen Browsern, also Firefox, die läuft auf dem IE 10 aufwärts, die läuft auf dem Edge, die läuft auf dem Safari, die läuft auf dem Chrome und, haben wir noch einen vergessen? Opera habe ich nicht ausprobiert, weil bisher habe ich wirklich niemanden in der freien Wildbahn gesehen, der Opera verwendet hat, wo ich, Moment, mein Satz war nicht fertig, wo ich hätte drüber nachdenken müssen, dass er mir vielleicht Geld gibt dafür. Okay. Wie viel muss man sagen? Gut, so, also nur mal so als Idee, wirklich Anwendungen, keine Websites, sondern wirklich Anwendungen bauen. Naja, und jetzt müssen wir gucken, ob er wieder kommt. Ja. Und die Idee ist halt zu sagen, diese Art und Weise Software zu bauen ist eine etwas andere, als wir es vielleicht als Windows oder als reine Mobile-Entwickler kennen. Es geistert ein zweites Baumodum seit ein paar Jahren. Nicht nur Cross-Plattform, sondern auch dieses Mobile First. Und bei Mobile First denken immer alle, naja, ist ja klar, ich muss erstmal eine App haben auf dem Handy. Nee, muss man nicht. Viele der Kunden, die zu uns und zu mir dann kommen und sagen, also wir haben jetzt das alle gesehen und das ist alles klar, ja, passt und stimmt schon, was ihr da sagt, wir brauchen jetzt eine App. Sag ich, ich glaube nicht, dass ihr eine App braucht. Weil meistens brauchen die Leute nämlich eine neue Lösung für eine neue Generation ihrer Software und für eine neue Generation der Benutzer ihrer Software. Das heißt, eine App alleine ist Cocolores. Eine App alleine ist nur ein kleines Icon auf so einem kleinen Screen hier. Am Ende des Tages kommt es auf die Zielarchitektur an, auf die End-to-End-Herausforderungen und Anforderungen und darauf, dass ich potenziell überall laufen kann. Weil das Interessanteste ist immer genau, wenn ein Projekt fertig ist, kommt der Kunde und sagt, und jetzt muss es da noch funktionieren. So, und dann fängst du nämlich teilweise wieder von vorne an. Sprich, diese ganze mobile Arbeitsweise, dieser mobile Lebensstil, den unsere Kinder uns vorleben, das erste Hardware-Device, wo mein Sohn mit in Verbindung kam, war ein Telefon, also so ein Smartphone. Der hat lang keinen Desktop. Ich glaube, Desktop hat er noch immer keinen gesehen. Aber jetzt hat er halt ein Dings mal daheim stehen, so ein Laptop mal daheim stehen. Aber ansonsten, die wachsen ja ganz anders da auf. Die sind es gewohnt, einfach Information at your fingertips. So wie Bill Gates das vor vielen, vielen Jahren mal gesagt hat, das ist für die mittlerweile Realität. Ja? Das Wort googeln ist für die schon lang was ganz anderes als für uns noch war. Ja, also meine Frau sagt ja auch, Schatz, ich gehe mal auf Amazon und google mal nach diesem neuen Bikini oder sonst was. Eben auch, ja, okay, alles klar, mach das mal. Das heißt, die Reichweite wird immer und immer wichtiger. Es wird immer weniger Grenzen geben. Es wird immer weniger Plattform- und Hardware-Grenzen geben, es wird immer weniger Betriebssystem-Grenzen geben, es gibt wieder immer mehr, immer weniger Formfaktor. Grenzen geben. Wo fängt ein Mobile an, bitte? Wo fängt ein Mobile an? Ich weiß es nicht. Okay, das ist Mobile. Okay, also Kabel weg, dann ist echt Mobile. iPad ist Mobile. Laptop ist Mobile, aber auch wieder nicht. Ein Desktop
gut, kommt auf deine körperliche Verfassung drauf an, ob es mobile ist. Aber der Formfaktor, die Ausprägung, die verschwimmen immer mehr. Das heißt, wo wir wahrscheinlich gar nicht uns darauf konzentrieren müssen, ist unbedingt die Wahl der richtigen Technologie, sondern wir müssen die Technologie wählen, die einfach überall funktioniert. Punkt. Das ist das Logischste seit 25 Jahren eigentlich in der IT. Das Problem, dem wir gegenüberstehen werden, ist die Benutzbarkeit, die Usability. Ja? Unser angehender Doktor wird das bestimmt jetzt hier komplett bestätigen, weil am Ende des Tages stehen wir vor komplett neuen Challenges, wenn es um die User Experience geht, für unterschiedliche Formfaktoren, unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Lokationen und natürlich auch unterschiedliche Endanwender. Und am Ende des Tages höre ich immer wieder heutzutage, wenn man darüber spricht und sagt, guck mal, was sind denn die erfolgreichsten Anwendungen in den App Stores und was sind die erfolgreichsten Anwendungen in der Gesellschaft? Da gehört zum Beispiel das vorhin von mir erwähnte Spotify ganz stark dazu. Ich meine, für etwas Ältere wahrscheinlich nicht, aber in der Jugend gehört sowas extrem stark dazu. Und wie schaut ein Spotify aus? Spotify schaut auf iOS aus wie Spotify, schaut auf Android aus wie Spotify, schaut auf Windows aus wie Spotify und schaut auf Linux aus wie Spotify. Und auf OS X schaut es übrigens aus wie Spotify. Es schaut nicht aus wie Windows, es schaut nicht aus wie iOS, es schaut nicht aus wie Android. Weil es auch schnutzpiep egal ist, ob das native Elemente hat. Dieses, wir schauen aus wie wir und wir haben ein Usability-Konzept für unsere Anwendung, ist viel, viel wichtiger als das native Erscheinungsbild von bestimmten, ich sag mal, System-Konfigurations-App der jeweiligen mobilen Plattformen. Das ist nämlich ein Feature mittlerweile. Also, wenn jemand sagt, aber das sieht ja gar nicht aus wie eine native Anwendung, dann sage ich meistens, genau. Weil, warum? Schaut euch mal die ganzen modernen Beispiele für WPF an. Das schaut alles nicht mehr aus wie WPF. Das schaut alles nicht mehr aus wie Windows. Die versuchen jetzt, das Web nachzubauen. Oder UWP, diese responsive UWP-Anwendung. Microsoft nennt die anders dann, ne? Wie heißen denn die? Das Feature jetzt mit UWP mehrere Designs zu bauen in einer Codebasis, sodass dann für Phone, für Tablet und für Desktop. Ich glaube, die nennen das auch responsive. Vielleicht nennen sie es auch responsive, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, es ist noch ein Tick anders da. Das schaut alles aus wie Web mittlerweile. Es gibt ein Hamburger-Menü, es gibt ein Slide-In und Slide-Out. Ich meine, die Bedienungsideen und die Bedienkonzepte, die gleichen sich immer mehr an. Die Grenzen verschwimmen einfach. Ja? Und dem sollten wir uns öffnen. So, jetzt habe ich ja gesagt, .NET kann es nicht. Java kann vielleicht gar nicht. Qt kann bestimmte von diesen Anforderungen umsetzen, aber am Ende des Tages wird wahrscheinlich das Web als Plattform entscheidend gewinnen. Und das Web als Plattform sollte man mal neu betrachten. Nicht unbedingt mit File, New Project, ASP.NET, Web Application in Visual Studio, sondern mal mit Abstand. Ja? Weil wir können jetzt mittlerweile nämlich echte Anwendungen bauen. Für echte Anwendungen brauche ich erstmal eine Engine und eine Runtime. Haken dahinter, Browser. Für echte Anwendungen brauche ich eine potente Programmiersprache. JavaScript. Naja, Microsoft hat ja einen der genialsten IT-Erfinder ever, Anders Heilsberg. Und Anders Heilsberg hat sich gedacht, ach, das, was wir mit C-Sharp gebaut haben, das können wir doch fürs Web auch bauen. Lass uns mal eine Programmiersprache bauen, die ein Superset ist von JavaScript, aber die uns es ermöglicht, intelligente Entwicklungsumgebungen zu bauen und zur Verfügung zu stellen, womit ich dann richtig groß und hoch skalierende, also in der Entwicklung skalierende Applikationen bauen kann, die potenziell überall laufen können. TypeScript. Das heißt, TypeScript ist mittlerweile mehr als nur, ich sag mal, a new kid on the block und der Geheimtipp, sondern TypeScript ist mittlerweile so brutal verbreitet, dass sogar das Google-Team, was Angular 2 gebaut hat, seine eigene Programmier-Extension für JavaScript über die Wupper gekippt hat und hat TypeScript genommen. Sprich, ein Google-Team hat die Technologie von Microsoft genommen,
Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dieses Microsoft-Team fragt das Google-Team, ob sie dem Google-Team was Gutes tun können, indem sie TypeScript noch weiter erweitern. Ich weiß nicht, was die geraucht haben, aber die Zeiten haben sich schon geändert. Ja? Das heißt also, TypeScript ist wirklich extrem ernst zu nehmen. Und für den gemeinen .NET-Entwickler fühlt sich das saugut an. Also wenn man TypeScript mal macht, fühlt sich saugut an. Es gibt nur ein kleines Problem mit dem Visual Studio. Aber okay, vielleicht wird das noch gelöst. Da brauche ich natürlich ein Anwendungsframework. Windows Forms, WPF oder dann eben UWP. Am Ende des Tages gibt es ganz, ganz viele Bibliotheken. Das ist ja so eine Krankheit von dieser Webwelt. Ne? In .NET gab es mal eine Zeit, da hast du genau gewusst, für Data Access hast du eine Lösung gehabt. Gut, ist mittlerweile auch anders da. Aber in der JavaScript oder in der Webwelt gibt es halt erst mal 3 Millionen. Und davon sind ungefähr 25 relevant und dann musst du die richtige finden. Und so ähnlich ist es natürlich immer noch. Man muss also schon wissen, was ist sinnvoll, was ist relevant. Und bei den kleinseitigen Frameworks hat sich da halt unter anderem seit Jahren Angular durchgesetzt. Ein anderer Kandidat ist zum Beispiel React. Ja? Und man hat natürlich eine sehr flexible Möglichkeit, Layout zu bauen mit CSS3 und vor allem mit Flexbox, wo man also jetzt endlich mit einem Einzeiler Elemente horizontal und vertikal zentrieren kann. Also sonst im Web immer eine halbe Doktorarbeit bedeutet hat, ist jetzt also mit einem Einzeiler möglich. Also das ist jetzt die Revolution im Web. So, dieses Angular-Zeugs. Wieso ist es eigentlich so interessant für .NET-Entwickler? Naja, am Ende des Tages, was finden .NET-Entwickler an Visual Studio und an sich Sharp geil? Mal bitte Meinungen für euch. ReSharper, okay. Das ist aber nur ein Tool. Also was bietet denn der ReSharper dir? Ich kann schnell Code schreiben und mich auf das Wesentliche fokussieren. Und ich meine, objektorientiertes Programmieren ist eh noch mit ziemlich viel Boilerplate-Code behaftet, wenn ich mir das im Gegenzug F-Sharp zum Beispiel anschaue oder andere funktionale Sprachen. Aber ich kann halt relativ schnell meine Komponenten bauen und die am Ende wieder. Also ich höre da Produktivität raus, oder? Ja. Genau. Produktivität ist jetzt nicht unbedingt ein Feature, wofür JavaScript bekannt ist, ne? Naja, je nachdem, das stimmt eigentlich nicht, ne? Das stimmt eigentlich nicht, sondern wenn du JavaScript uneingeschränkt akzeptierst, also mental, als Mensch sozusagen, ja, dann kannst du mit JavaScript natürlich saumäßig produktiv sein. Wenn du aber aus einer typisierten Welt kommst, mit IDE, mit IntelliSense und sofort einen Puls von 240 kriegst, wenn die IntelliSense nicht mehr funktioniert, dann ist JavaScript eher uncool. Ja? Deswegen ist TypeScript schon nicht schlecht als Programmiersprache. Ich meine, man hätte ja TypeScript schon mit Angular 1 verwenden können zum Beispiel. Ja? War aber irgendwie alles, der Weisheit letzter Schluss, am Ende des Tages hat es ein klares Konzept gefehlt, so ein Komponentenmodell einfach. Ja? In Angular 2 fängst du jetzt einfach immer mit einer Komponente an. Alles ist eine Komponente. Es gibt ein paar Konzepte in Angular 2. Eins ist eben Komponente, also alles was UI ist, ist irgendwie eine Komponente. Und alles was kleinseitige Business-Logik ist, ist ein sogenannter Service. Und dann gibt es noch ein paar Subkonzepte, die sich da, ich sag mal, in dieses große Bild dann eben entsprechend einsortieren. So, am Ende des Tages verfolgt man mit Angular 2 einen Komponentenansatz ein klassisches MVVM oder MVC oder MVW, also Model View Whatever hat es Google mal genannt irgendwann, ja. Und es gibt von Grund auf Dependency Injection und Separation of Concerns auf der, also auf der UI-Architekturebene sozusagen. So, ich würde sagen, gucken wir mal kurz rein. Am Ende des Tages ist das so eine ganz klassische kleine Komponente. Ich habe Klassen, ich habe Metadaten, ja, das sieht schon stark nach .NET-Attributen aus. Beziehungsweise wenn jemand Java im Jahr 2016 macht, der hätte jetzt gar nicht erst gedacht, dass es vielleicht TypeScript ist, sondern es hätte auch Java sein können. Ja. Also am Ende des Tages ist es eine Mischung aus einer objektorientierten, wenn man will, typisierten Programmiersprache und aus Metadaten. Die sogenannten Decorator. Und hier sehen wir es einfach, das ist eine Klasse, Game Details Component, die hat ein Template, nämlich ein View, ein HTML-View,
und die hat einen sogenannten Selector, also das ist quasi das Markup, was ich dann im HTML verwenden kann. Und somit baue ich mir also meine Anwendung zusammen über neue semantische HTML, also Markups, also quasi eine domänenspezifische Sprache für deine jeweilige fachliche Domäne, für deine jeweilige Anwendung. Gut, am Ende würde ich sagen, wir gucken einfach mal in den Code rein von der Beispielanwendung. Das Wichtige ist, dass man sich mental befreit. Ja, es ist HTML, aber es ist doch kein HTML. Also am Ende des Tages ist das die Single Page. Das ist nämlich index.html, ich muss mit auf Seite gehen. Ne? Das ist index.html. Und das ist die einzige Seite, die initiale Seite, die in der Single Page Application in den Browser geladen wird. Und von da an übernimmt dann zu einem frühen Zeitpunkt dieses Single Page Application Framework das Kommando. Das Kommando wird übernommen hier. Seht ihr das? Das ist quasi mein Einstiegspunkt in die Anwendung. Das ist schon die erste fachliche Komponente. Auch ganz nett ist so Sachen wie, wir brauchen noch ganz viele CSS und wir brauchen noch ganz viele JavaScript-Files, weil am Ende können die Browser nur JavaScript ausführen, die können kein TypeScript ausführen. Also brauchen wir einen TypeScript-Compiler. Der TypeScript-Compiler, der compiled aber nicht, sondern der transpiled. Ist cooler, ne? So wie User Group versus Meetup. Ja? Also der transpiled TypeScript in JavaScript. Und das JavaScript wird dann mit dem Browser ausgeführt. Das ist aber ein Schritt zur Entwicklungszeit. Man kann es auch dynamisch machen lassen, aber das ist ein bisschen zu langsam alles dann am Ende des Tages. Also das ist Teil des sogenannten Build-Prozesses. Und der Build-Prozess ist hier einfach so automatisiert, dass wann immer ich eine neue Komponente baue, die ein JavaScript, ein TypeScript hat, soll er ein JavaScript daraus bauen und wo ein CSS noch dabei ist, soll er das bitte automatisch in meine Index-HTML injizieren. Sodass ich es nicht händisch rüber ziehen muss. Das ist ja so dieser Horror mit Scheiße, es geht schon wieder nicht. Ach, ich habe hier nur das Include von dem jQuery vergessen oder sowas. Das wird hierüber schon entsprechend abgefiltert. So, wenn wir jetzt hingehen, dann haben wir jetzt hier also diese Boards-App. Und jetzt sage ich mal, go to declaration. Und das schon allein ist der Brüller, finde ich, oder? Also ich bin jetzt quasi von dem Markup über einen Abstract Syntax Tree, nämlich hinten dran, bin ich hingegangen und habe gesagt, geh doch mal zu der Definition von diesem ganzen Ding. Und jetzt habe ich hier die Definition. Das Tool, was ich hier verwende, ist von der gleichen Firma wie ReSharper, nämlich von JetBrains, und das Tool heißt WebStorm. Und da steckt die gleiche Engine dahinter wie bei all den IDEs von denen. Visual Studio ist noch nicht ganz so weit. Wir stehen in Kontakt mit dem Visual Studio Team, also mit den jeweiligen PMs, und gucken dann auch da, dass da hoffentlich demnächst mal ein bisschen mehr passieren wird bei dem ganzen TypeScript, Angular, IntelliSense, Refactoring Support, aber momentan hinkt es einfach noch hinterher und wir verwenden bei uns in der Firma, also alle 15 Leute, halt WebStorm einfach jetzt aktuell als Tooling, weil es extrem produktiv ist. Gibt es noch Alternativen zu WebStorm? Es gibt natürlich Alternativen, eines Visual Studio Code, also die komplett Open Source, kostenlose IDE von Microsoft, auch die ist halt selber noch in den Kinderfüßen. Ansonsten haben wir ein paar Sachen ausprobiert, wie Atom und Sublime mit Plugins, aber am Ende des Tages sind wir immer wieder zu WebStorm zurückgekommen. So, das heißt, ich bin jetzt aus dem Markup hier rüber und sehe jetzt hier schon, naja, ich habe jetzt hier wirklich komplette IntelliSense. Ich habe hier auch sowas wie, guck mal, ich kann Abstract Base Classes implementieren oder sowas. Ne? Ich gehe jetzt wieder hin, go to definition, und er springt mir jetzt einfach in den Metadaten hier hin und her, weil ich ja komplett typisiert bin. Da ist nichts mehr mit dynamisch. Ja? Okay. Von dieser Component geht es dann in Richtung Main und da wird dann die entsprechende Anwendung hochgezogen. Das ist quasi das Bootstrapping. Ja? Das Bootstrapping von der ganzen Anwendung. Sprich, am Ende ist eine Angular 2 Anwendung seit dem Release Kernel 5 immer an so einem Module aufgehängt. Ein Module hat dann unterschiedliche Imports, Export, Deklarationen, Provider und Bootstrap-Funktionalität und es hat eben eine Basis
Komponente. Und diese Basiskomponente ist eben die hier. Diese WhatsApp-Komponente, die dann im Mark aber auch entsprechend verankert ist. Also ist eine Anchor 2-Anwendung immer ein Baum aus Komponenten mit einer Wurzel. Und Komponenten können in Modulen liegen, und zwar in beliebigen. Also so ähnlich wie bei .NET eigentlich, ne? Ich kann unterschiedliche Module haben, unterschiedliche Assemblies haben, mit unterschiedlichen Namespaces sogar. Das ist hier ein vergleichbares Konzept. Okay, so. Gehen wir in die Anwendung und gucken mal hier dieses Games-Ding hier an. Ja? Das ist ja hier Games/All. Das hier ist eine lokale Route. Das heißt, ich bin komplett deep-linked. Also ich kann mir die URL einfach merken, gibst du dann ihm weiter. Wenn du dich angemeldet hast, bist du genau an dem gleichen Anwendungszustand, und zwar alles kleinseitig. Ich kommuniziere mit Servern nur noch über diese leichtgewichtigen Web-APIs, um Daten zu holen bzw. Daten zu schicken. Okay? Gut. Wenn wir uns das mal angucken, da gibt es hier den Ordner Components. Und da gibt es jetzt hier fachlich aufgedröselt halt diese unterschiedlichen Components. Das Dashboard, Games, die Location Component, die Notification Component für das Bild, also für das Foto machen, für die Umkreissuche, Sidebar etc. pp. Gucken wir einfach mal in das Dashboard rein. Und beim Dashboard gibt es halt die Dashboard Component. Und das ist jetzt eigentlich relativ schlicht. Ja? Ich habe jetzt hier wieder die Klasse Component, die verweist auf das Dashboard HTML als Markup. Das ist das da. Das ist relativ überschaubar. Dieses Markup verwendet jetzt wieder eigene Angular 2 Components, nämlich hier das Widget, das irgendwo hier ist, genau hier, ne? So. Und die Implementierung von dieser Component ist jetzt einfach eine Klasse, die jetzt ein On-Init-Interface implementiert, weil er natürlich eine Komponente mit bestimmten Lifecycle hat. So wie das serverseitig in ASP.NET auch ist, so wie das clientseitig in den unterschiedlichen .NET Framework-Bibliotheken auch ist. Und was ich hiermit erreiche, ist Dependency Injection über einen Konstruktor. Das heißt, mit dieser Syntax wird jetzt automatisch ein Game-Service vom Typ Game-Service und ein Player-Service vom Typ Player-Service als Private Member in diese Klasse initiiert. Das hier ist quasi TypeScript Syntactic Sugar. Ja, ich könnte es private auch weglassen, dann würde es ganz normal in den Konstruktor reinkommen, und dann würde ich machen, this.underscore-game-service ist gleich game-service. Also das Verdrahten quasi, das kann ich hier automatisch machen. Das ist ein Sprachfeature. So, und dann am Ende des Tages habe ich einfach nur noch in dem ng-on-init, ja, ich zeige euch das mal, cut, jetzt haben wir hier rot. Jetzt sagt der Moin, da stimmt was nicht. Method ng on init from class is not implemented. Das heißt, er hat wieder die Metadaten, und ich kann jetzt hier Alt-Enter sagen, implement all members. Also so wie es von Visual Studio bzw. von ReSharper tatsächlich erkennen, ist es sogar das gleiche Keyboard-Mapping jetzt in dem Fall. Und dann hat er es halt entsprechend implementiert, weil er hat ja alles, was er braucht. So, und dieses Feature ist genau der Call und der Call hier. Ja? Das ist der eine Call für den Player-Service, das ist der andere Call für den Games-Service. Und die werden im UI einfach gebunden, nämlich über so ein Widget. Und dieses Widget hat am Ende eine Caption, ein Count, Icon, Color und so weiter. Und wird dann einfach hier als so ein Div dann implementiert, wo dann die Zahl angezeigt wird. Das heißt, von der Vorgehensweise, von der Denkweise her, über Komponenten, über Templates, über Datenbindung, dieses Two-Way-Data-Binding, über eine Template-Syntax. Ich meine, das sollte euch allen irgendwo schon mal untergekommen sein in der .NET-Welt. Und dazu haben wir jetzt halt TypeScript. Sprich, mit der Idee einer typisierten Programmiersprache und der Idee einem standardisierten Client-UI-Framework soll es eigentlich jetzt relativ
ein relativ kleiner Schritt sein, dahin zu sagen, okay, wir bauen jetzt unsere UIs, unsere Oberflächen, unsere Smart Clients mit Webtechnologie. Und diese Smart Clients sind dann eben Single-Page-Applications, die dann im Browser ablaufen. Okay? Das ist die Basisidee dahinter. Gut. So. Jetzt läuft es aber einfach so im Browser und wir müssen uns darauf verlassen, was der Browser kann. Und das ist nicht immer lustig. Das ist nicht immer lustig. Es gibt zwar eine neue Bewegung, die heißt Progressive Web Apps, wo dann vor allem durch Google vorangetrieben jetzt wieder die nächste Stufe von Webanwendungen gezündet werden soll, die dann immer mehr native-like werden, aber das wird noch viele, viele Monate dauern, bis da wirklich was Cross-Plattform über alle Plattformen und über alle Hersteller etwas Funktionierendes dann zur Verfügung stehen wird. Wir brauchen einfach die Möglichkeit und wir haben die Notwendigkeit, die Anwendungen, die wir vielleicht jetzt einmal mal für den Browser gebaut haben, dann irgendwie zu erweitern, um sie dann als native Anwendung auf den mobilen Endgeräten laufen zu lassen, beziehungsweise sogar als echte Desktop-Anwendung auf Desktop laufen zu lassen. Weil hier immer alle Referenten auf allen Konferenzen sagen immer nur Mobile. Ja? Ein Großteil der Projekte, die wir machen, ist nicht Mobile, sondern Desktop. So wie wahrscheinlich bei euch auch, ich vermute mal. Ja? Aber die Option zu haben, auch richtig geil Mobile machen zu können, ist natürlich extrem wichtig. So, und wenn wir jetzt die Option haben, richtig geil Mobile machen zu können, richtig geil Desktop machen zu können und vielleicht sogar für eine bestimmte Benutzergruppe einfach nur das Deployment über den Browser zu machen, weil wir keine native Integration brauchen, weil wir kein natives Deployment haben wollen oder haben dürfen oder haben müssen, das ist natürlich eine sehr gute Aussicht. Warum will man vielleicht doch native sein und nicht nur einfach im Browser? Geschwindigkeit? Geschwindigkeit? Okay. Sage ich mal Jein. Hardwarezugriff? Hardwarezugriff, also sprich wirklich Integration mit der nativen Plattform, die halt über die Browser-Sandbox heutzutage nicht möglich ist. Und drittens, also ich akzeptiere das als Punkt, aber. Und drittens? Oh, ein schönes Icon zum Draufhauen. Ja, es geht in die Richtung Marketing, Vertrieb und. Unsere Konkurrenz ist schon lange im App Store. An der Punkt. So sagen, eigentlich würde uns so eine Webseite reichen oder so eine Web-App. Aber wir müssen in den App Store. Punkt. Ja, dieses. Kann ich eine Link-App machen? Ja, diese Progressive Web Apps gehen genau in diese Richtung. Microsoft hat es ja schon eingeführt gehabt mit den Hosted Web Apps. Also Microsoft hat Hosted Web Apps, Google bringt jetzt diese Idee von Progressive Web Apps. Apple hat schon seit vielen, vielen Monaten diese Homescreen-Icons und Homescreen-Apps für Safari. Das war alles schon immer da und jetzt versuchen sie es halt irgendwie alle unter einen Hut zu bringen. Aber das Problem der Monetarisierung und das Problem der App-Stores muss erstmal gelöst werden. Ja? Bis dahin wird es immer wieder Anforderungen geben, dass man wirklich nativ sein muss. So, das war jetzt mehr so Mobile-Angabe. Was ist mit Desktop? Wieso sollte ich jetzt eine Windows-Executable haben wollen? Die kann man einfach verkaufen. Die kann man einfach verkaufen, die kann man einfach paketieren, die kann man einfach, ich weiß nicht, was kann man denn, wieso ist eine Windows, also wieso ist Spotify eine macOS-App und wieso ist Spotify eine Windows-Executable? User Experience, damit es nicht im Browser läuft, sondern losgelöst davon ist. Ja, genau, das ist ein Punkt. Und halt wieder die Möglichkeit, sich mit dem Betriebssystem besser zu integrieren. Über Notifications, über File-Dialoge, Hardware-Zugriff. Gut, bei Spotify vielleicht jetzt weniger. Aber genau, also wenn es um 3D-Beschleunigung geht, das können ja teilweise die Browser-Engines schon. Also ich meine, das brötet eh alles. Aber ich habe immer noch die Notwendigkeit. Zum Beispiel haben wir Projekte, wo wir einfach lokal aufs Filesystem müssen. Wir müssen lokal in die Registry gucken, ne? Weil wir müssen ja immer noch mit Altsystemen irgendwie reden und integrieren. Und wir müssen externe, lokal installierte Software aufrufen, wie zum Beispiel einen Formulardesigner.
Ja, aber kann ich da nicht einfach eine extra dazwischen schalten, auf die meine Webseite zugreift? Ja, die ist ja auf dem Server. Nee, das ist die quasi lokal, die läuft ja eh schon lokal. Und dann habe ich halt irgendeine... Aber du kommst aus dem Browser nicht raus. Ja, ja, aber ich muss ja irgendwie, was weiß ich, kann mir ja so ein Miniserver auf der lokalen Kiste, die das macht. Klar, das könntest du machen, aber dann hast du... so eine Art Proxy. Ja, nur dann hast du das Problem, dass du ja vielleicht mit einer verteilten Anwendungsarchitektur, mit einer, also mit einem Rollout von einer SPA an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeitest. Auf einmal hast du die Notwendigkeit, diese Daten irgendwie zu pushen oder zu synchronisieren. Also am einfachsten wäre es ja, du holst dir die Daten immer von einem Server, bringst sie wieder zurück, aber es dann lokal und pusht dann irgendwie lokal irgendwie diese uralt Windows Executable Software an, um dann halt den Formulardesigner zu... Genau. Genau, aber das kannst du aus dem Browser raus machen. Da brauchst du wirklich eine Windows Executable. Ja, ansonsten musst du ja irgendwie aus dem Browser wieder lokal in den Server gehen, dann stimmt mal deine Origins. Nimm mal. Einmal kommst du von einem zentralen Server, einmal gehst du gegen den... Also ich meine, das wird irgendwann mal architekturell echt ziemlich eckt und... Also irgendwie so, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Node.js-Dingsbums als Proxy dazwischen oder was? Klar, natürlich, es geht alles. Nur ist es eine Frage des Deployments. Ich meine, du musst ja dann die Node.js-Implementierung auch wieder dahin bringen. Auf den Client. Du musst die auch wieder updaten. Aber die Idee ist nicht dumm. Weil ich meine, wenn ich schon den alten Müll habe, dann brauche ich ihn nur einmal anzupassen und kann ansonsten frei arbeiten. Und wenn dann, was weiß ich, der XP-Rechner weg ist, dann kann ich direkt. Ja, es geht gleich in eine ähnliche Richtung. Ja. Nur vom Deployment her ein bisschen einfacher, also von der Architektur her vor allem und von der Pflege halt ein bisschen einfacher. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen einfach die Möglichkeit, uns lokal integrieren zu können. Und mit mobilen Plattformen können wir das über ein Toolkit machen namens Cordova. Cordova ist eigentlich relativ simpel. Cordova ist auf der einen Seite ein Toolkit, nämlich kommandozeilenbasiert. Das ist ja übrigens jetzt wieder voll in alles, ne? Ist alles kommandozeilenbasiert. Rechte Maustaste oder File New Project ist irgendwie out. Du musst in die Kommandozeile. Ich meine, hallo, Windows hat Bash integriert, ich sag's nur. Ja, wir haben jetzt ein Linux-Subsystem, ein Unix-Subsystem, ich sag's nur. Ja. Also, da gibt es jetzt also ein Kommandozeilen-Tool dazu, wo ich jetzt aus meiner Web-App, aus meiner SPA, hier des Boards, eine native App als Container mache und da drin läuft dann die jeweilige WebView der Plattform, die dann sozusagen als Visualisierungs-Engine fungiert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil von Cordova ist ein Plugin-System, sodass ich über JavaScript aus meiner Angular-Anwendung nach Cordova hineinrufen kann und unterhalb der Cordova Runtime gibt es dann native Implementierungen für Windows und Windows Mobile, für iOS und für Android beispielsweise. Das heißt, ich habe sowohl eine Runtime und ein Toolkit zur Entwicklungszeit, als auch ein Plugin-System, um zur Laufzeit wirklich auf die Hardware-Features der Plattform zuzugreifen. Wir gucken uns das mal an. Es gibt jetzt hier in dieser Beispielanwendung so einen Build-Prozess. Ich mache das mal so. So. Und dieser Build-Prozess, der ist aufgebaut über Gulp. Also Gulp ist ein ganz berühmtes Tool in der Webwelt, was mittlerweile auch von Microsoft im neuen Visual Studio verwendet wird für die neuen Web-Projekte. Und wir haben hier unterschiedliche Gulp-Tasks. Also einer ist zum Beispiel, wenn man sich mal hier reindrillt, sowas wie Build Cordova iOS, Build Cordova Android, Build Cordova Windows. Um jetzt aus der Web-App eine App-App zu bauen. Also eine App-App ist immer die Web-App in einer App-Schale. Die Web-App ist nur die Web-App, die im Webbrowser läuft. Macht Sinn, oder? Das Einzige, was ich anpassen muss. Genau, so. Das heißt, wir machen jetzt mal hier ein Build Cordova-iOS Bild. Das ist immer ganz gut, wenn man es richtig schreibt. Was jetzt hier die Notwendigkeit ist, ist, dass ich ein iOS-SDK habe, weil am Ende des Tages bauen die jetzt native Wrapper. Also. Sprich, ich brauche ein iOS-SDK für iOS, ich brauche ein Android-SDK für Android, ich brauche ein Windows-SDK für Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 und UWP. Hier werden jetzt schon unterschiedliche Plugins implementiert, also sprich, ich hätte gerne ein Plugin für die Kamera,
damit ich die native Kamera auf dem iPhone und auf dem Android und auf dem Windows Mobile verwenden kann. Ich habe ein Plugin für den Splash Screen, ja, mein Lieblingswort, Splash Screen. Ich habe ein Plugin für die Statuszeile, ich habe ein Plugin für Device-Informationen, etc. pp. Und automatisch wird in diesem Bildprozess auch aus einem Standard-Bild jetzt ein Splash-Screen gebaut für alle Formfaktoren und ein App-Icon für alle iOS-Formfaktoren. So. Was sagt denn die Erfahrung, wenn ich einem Kunden sage, okay, das Ding läuft quasi im Browser, kriegt er dann nicht die Sicherheitspanik von Haus aus? Oder irgendein JavaScript-App? Können wir das Thema nach hinten stellen? Okay, das passt nämlich jetzt gerade gar nicht in die Story rein. Aber merkt ihr das Thema bitte. So, was jetzt passiert ist, es wurden hier Ordner erstellt, einmal für Mobile, Platforms, iOS. Und was jetzt erstellt wurde, ist wirklich, wenn wir mal gucken, ja, ein Xcode-Projekt. Sprich, der erzeugt jetzt wirklich native Artefakte für die jeweilige Zielplattform. Ich könnte es jetzt noch weiter automatisieren. Und am Ende des Tages habe ich jetzt hier ein Xcode-Projekt. Und ich habe das hier mal vorbereitet. Klar, wie es in so Kochsendungen üblich ist. Ne? Damit ich es nicht jetzt live deploy. QuickTime Player. Audio Recording. NSA Honeypot ist mein iPhone. So, das heißt, ihr seht jetzt mein iPhone hier mit ein bisschen Verzögerung. Und hier gibt es dieses Board 2, ja, unten links. Okay? Und Vorführeffekt. Was passiert jetzt? Hilfe! Hilfe! iOS 10, ich liebe es. Okay, so. Sind wir jetzt da? Gut, wunderbar. Also, wir loggen uns mal ein mit dem Hochsicherheitssystem und haben jetzt eben diesen Mobile-Unit, den ich vorhin schon erzwungen hatte, auf dem Desktop-Browser, über das Zusammenschieben, über diesen Responsive-Faktor, haben wir jetzt also wirklich hier auch auf dem Phone. Und ich habe auch die Möglichkeit, hier mit dem Daumen hier zu wischen, ja? Also man sieht das hier so, ja. Ah, ich darf es nicht drehen, sorry, das ist völlig sagaka, ja. Also ich habe auch die Möglichkeit, hier zu schieben und zu wischen. Ich kann es ganz normal auf und zu machen, habe dann wieder hier die ganzen Details drin, sehe dann auch hier, dass sich das jetzt unterschiedlich anordnet mit den Formularelementen auf der Detailansicht und habe jetzt also so wirklich einen nativen Abrahmen mit der Web-App innen drin. Könnt ihr da jetzt natürlich noch eine Unterscheidung machen, wenn es bestimmte Features gibt für iOS, dann binde ich die noch mit ein, wenn es bestimmte Features nur auf Android gibt, dann binde ich die damit ein und ähnliches. Machen wir mal wieder das Testgame und sagen jetzt Add Picture, was jetzt passiert ist. Jetzt geht die native App auf von iOS. Und das ist jetzt ein Cordova-Plugin. Weil der Mobile Safari kann dieses Kamera-Feature nicht, was der Desktop Chrome kann. Aber ich habe natürlich auf jedem mobilen Endgerät habe ich eine native Kamera-App und die kann ich entsprechend ansteuern. Das heißt also, ich habe jetzt hier wirklich im Angular-Code, wir können uns das mal angucken, das ist die Mobile Camera Service Implementierung, habe ich jetzt hier einen 25-Zeiler und der Rest ist eigentlich nur so Boilerplate, um dann tatsächlich über dieses Camera-Plugin mir die native Kamera zu holen. Ich könnte das jetzt dann sogar in das Fotoalbum abspeichern lassen und so weiter und so fort. Also alles das, was die mobile native Kamera kann, kann ich jetzt in meiner Angular-Anwendung über TypeScript nutzen. Okay? Dazu muss ich praktisch nur auf dem Handy diese Plattform drauf haben. Und die kann ich... Auf dem Handy die Plattform drauf haben? Auf dem Handy hast du sowieso immer eine Plattform drauf. Oder wie meinst du? Nein, die Schnittstelle, die kann ich ja nicht einfach irgendwie über die Webseite reinladen. Es ist ja keine Webseite mehr, es ist jetzt eine App. Es ist jetzt eine native App. Ja, okay, es ist jetzt, guck mal hier, dieses Icon da, da unten. Vorsicht, ja. Ich hab's kapiert. Ich liebe es. Genau. So, ich leg's mal so hin. Das hier ist jetzt meine native App mit einem echten Icon, mit einer echten Engine, mit allem echt. Also echt, echt, echt. Die installiert praktisch alles außen rum und wird und da drin ist gepackaged diese Web-App. Mhm. Also die komplett kompilierte Web-App, die vorher über Server geladen wurde, die ist hier schon drin. Okay? So, naja, und dieses Feature
Geht natürlich auch für Android. Ich habe das mal hier in dem Simulator. Das ist jetzt halt hier ein Android-Simulator. Ja, und da ist halt auch ganz normal die App drin. Ich bin hier nur offline, wie man sieht. Ne? Also irgendwie hat er kein Internet. Schade. Aber man sieht hier unten dann bei den Anwendungen, auch hier ist es jetzt wirklich eine native Android-App, die auch komplett integriert ist in die Android-Betriebsumgebung. Das gleiche für Windows. Weil Cordova erachtet Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10 Store-Apps oder UWP, also Universal Windows Platform-Apps, als mobile an. Sprich, ich kann mit Cordova auch UWP-Apps bauen. Und das ist nämlich recht interessant. Das heißt, ich kann jetzt mit einer Codebasis und mit einer UX- und Designbasis Anwendungen bauen für jegliche mobilen Betriebssysteme inklusive die Universal Windows Plattform, sprich inklusive Xbox. Ja? Und jetzt habe ich halt hier die gleiche Anwendung und wenn ich jetzt online bin, ich weiß es nicht, ob ich online bin, wir werden es gleich sehen. Ups, oh, mein Passwort. Jetzt hat er mein Passwort. Oh Gott, ich habe mein Passwort gesehen. So ein Fauxpas, ja, tatsächlich, geht wunderbar. Player Search. Guck, jetzt fragt er hier auch, das ist nativ jetzt, ne? Ich habe die Anwendung das erste Mal gestartet. Darf diese App jetzt auf den Location Sensor, also auf die Location Information zugreifen? Ich sage ja. Und wenn das denn dann zulassen würde. Zum Glück steht Rapper und fragen, ob du das darfst. Nee, eigentlich sollte jetzt ein Web API Call machen, aber den tut er dann eben nicht. Jetzt aber. Ja, okay. So, das heißt, wir haben eine iOS-Anwendung, wir haben eine Android-Anwendung, wir haben eine Windows 8, eine Windows 8.1, eine Windows Phone 8, eine Windows Phone 8.1, eine Windows 10 Universal Windows Plattform-Anwendung. Alles mit einer Codebasis aus einem Bildprozess hinten raus fallend. Mit Integration, mit nativer Integration. Jetzt wäre es nämlich ganz cool, wenn man die gleiche Idee, den gleichen Mind, das gleiche Mindset natürlich über Mobile hinweg bringen könnte. Erstmal gucken wir noch an, für welche Plattformen es denn so üblicherweise geht. Die habe ich gerade alle erwähnt. Es geht auch noch BlackBerry, aber BlackBerry ist ein User. Also ich habe vor ein paar Wochen habe ich einen Kundenworkshop gemacht bei uns in Karlsruhe im Büro. Da wollte der Kunde unbedingt, dass eine BlackBerry 10 Anwendung hinten rausfällt. Die ist auch hinten raus gefallen, aber BlackBerry an und für sich ist einfach nur painful. Und Cordova für BlackBerry ist jetzt dann auch irgendwie nicht viel cooler. Ja. Also wir hantieren eigentlich meistens mit Android, iOS und ab und an mit Windows, wobei Windows auch relativ wenig ist. So. Jetzt das Ganze, natürlich, damit die Story wirklich rund wird, brauchen wir jetzt auch Desktop-Anwendungen. Weil ich vermute mal, die Majorität von euch hier drinnen baut eigentlich Desktop-Anwendungen. Jetzt haben wir ja schon wie gesagt, Spotify. Spotify ist eine coole Desktop-Anwendung. Spotify hat auch coole Mobile-Anwendungen. Wenn wir mal als Entwickler denken, Visual Studio Code. Visual Studio Code von Microsoft ist eine komplette Neuentwicklung. Ich mache sie mal auf. Visual Studio Code habe ich hier auf dem Mac. Irgendwo. Da. So, das ist jetzt eine Entwicklungsumgebung. Ich mache mal irgendeinen Pfad auf. Open. Sources. Machen wir die Beispielanwendung auf. Boards. Open. Und habe jetzt halt hier so. Halt eine Entwicklungsumgebung. Ne? Gut. Das, was ihr da seht, das Drumherum, das Menü vom Mac, die Fensterzeile hier, das ist plattformspezifisch. Das, was ihr hier seht, ist HTML und JavaScript und CSS. Die komplette Visual Studio Code IDE ist genauso gebaut, wie ich es euch eben gerade vom Konzept her erklärt habe. Okay, sie haben kein Angular 2 genommen, aber es ist genau die Idee. HTML5. Mit TypeScript und CSS und dann einen nativen Desktop-Betriebssystem-Container, um die Anwendung zu deployen, beziehungsweise um sich eben in die native Desktop-Plattform integrieren zu können. So.
Und dieses Toolkit, was das unter anderem ermöglicht, heißt Electron. Und Electron ist von GitHub und Electron wurde ausgegliedert aus dem Atom-Editor, also aus dem Atom-Editor, Atom auf Englisch. Und ist gewissermaßen die GUI und die Client Runtime View Engine für HTML5-basierte Desktop-Anwendung. Was da drin steckt, ist relativ clever, aber auch nicht ganz schlank und leicht wichtig mehr. Nämlich, ich habe oben Chromium als View Engine, sprich, ich habe immer eine Version von einer Browser Engine. Was natürlich geil ist, weil ich kann genau sagen, dass es genau diese Version ist und genau gegen diese Version habe ich getestet und diese Version deploy ich. Okay? Und unten drunter mehr oder weniger, über den gemeinsamen V8-Compiler, habe ich dann Node.js. Jetzt kommen wir so langsam in deine Richtung. Aber es ist alles in einem, ja, ist natürlich viel cooler, dass du in einem Deployment-Konzept. Es sind zwar verschiedene physikalische Prozesse, aber es ist ein Toolkit und ein Deployment-Akt. Und somit habe ich natürlich die Power von Chromium oben im UI und die Power von Node.js unten, um Node-Module zu nutzen, um auf alle möglichen Betriebssystem-Features zuzugreifen, auf die ich jetzt nicht mehr muss. Das ist die Überlegung, weil da gibt es ja alle Module. Genau, also so gut wie, genau. Das ist Node-Module for that. So, das Schöne ist natürlich, ich brauche keine nativen SDKs. Also ich brauche jetzt da kein Windows-SDK oder ein macOS-SDK oder ein Linux-SDK, weil das SDK ist Chromium und Node. Was ich machen muss ist, beim Kompilieren etwaige native Node.js-Module halt für die Plattform zu kompilieren. Aber das ist normal, ich meine, das muss ich immer machen bei Node.js, bei Native Modules. Und ich kann jetzt also Windows-Anwendungen bauen, Desktop, wichtig, ne? Wir sprechen jetzt hier nicht mehr von UWP und von Store-Anwendungen, wir sprechen von uralten, klassischen, langweiligen Popel-Desktop-Anwendungen. Ich kann macOS-Anwendungen bauen und ich kann Linux-Anwendungen bauen. Und das ist in dieser Beispielanwendung wieder gekapselt und realisiert über den, Gulp-Task. Machst du ein bisschen größer? Also, das kann natürlich auch alles hinter dem Kontextmenü haben, ne? Ist eh klar, ne? Aber so ist halt viel cooler. Wir führen jetzt einen neuen Gulp-Task aus und der heißt Gulp Build Electron. Und ich baue mal alle. Ich baue jetzt alle drei Desktop-OS, okay? Jetzt hat er die Web-App gebaut und jetzt fängt er an, die Desktop-Anwendung zu bauen. Windows-Desktop. 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 OS X. Linux. Fertig. Also einen kompletten Rebuild der kompletten Codebasis in drei Ziel-Container. Also vier eigentlich. Er hat Web gebaut, OS X, Linux und Windows. So, jetzt gucken wir mal hin. Jetzt gibt es hier in dem Dist, gibt es auch einen neuen, aufgefrischten, den gab es vorhin schon, aber der ist jetzt aufgefrischt. Da, today, 19.17 Uhr, gibt es jetzt einen Build-Folder für OS X, Windows und Linux. Und ich gehe jetzt einfach mal hin, öffne mal OS X. Wir sehen hier, das ist eine OS X-App mit Icon. Und wir haben eine komplette OS X-App, ja, integriert mit dem Menüsystem, mit einem About-Dialog. Und wir gehen sogar so weit, wenn wir uns anmelden. Wir haben hier sogar die Integration in das Tray-Icon, also in die Tray, wie heißt das? In die Tray von macOS und bei Windows heißt es Taskbar, glaube ich. Ne? Also, ne? Genau. Task-Tray. Oder Task-Tray. Nennen Sie immer das heißt, das Ding da oben ist auch in TypeScript geschrieben, ist ein eigener Prozess in macOS. Und wir sind über Interprozesskommunikation, also IPC,
Möglichkeiten in der Lage, jetzt mit diesem Hauptprozess hier zu sprechen und können jetzt von diesem Tray Menu App Menü Eintrag unten einfach den Radio Search anstoßen. Das ist das war. Macht das von alleine oder haben wir das irgendwo gesagt, dass das da oben einbindet? Das ist in der Codebasis drin. Okay. Das kann ich dir gleich zeigen dann. Also ich meine, eine Codebasis heißt ja nicht, dass ich jetzt wirklich immer alles 100% auf jeder Plattform brauche oder eben nur das brauche, sondern ich brauche natürlich auf Desktop mehr und anders, als ich auf dem iPhone brauche, als ich auf dem Android brauche, als ich im reinen Browser brauche. Die One Code Base ist einfach nur die Idee zu sagen, ich brauche ein Framework und eine Programmiersprache, mit der ich sehr, sehr einfach an zentraler Stelle Code initiieren kann, um diese Fallunterscheidung zu machen. Und das ist eben das Coole mit TypeScript und mit Angular. Wir gucken uns das nochmal an für die Kamera hier, für die Desktop-Kamera. Wir schauen mal, wo die überall verwendet wurde. Find Usages. Und dann sehen wir hier, das wird verwendet in dem Hauptmodul. Nämlich in dieser Modul-Konfiguration. Und diese Zeile hier, die macht jetzt einfach Dependency Injection, je nachdem, ob ich auf Mobile bin, nimmt er den Mobile Camera Service, ansonsten nimmt er den Desktop Camera Service. Das wiederum haben wir selber definiert. Bitte? Das wiederum haben wir selber definiert. Das ist alles mein Code, also das ist alles unser Code hier. Genau. Und das ist halt das Wichtige, dass ich quasi am Zentrum, ich brauche natürlich if und else, ja? Weil ich ja zwischen reinem Browser und Desktop und Mobile unterscheiden müssen möchte. Ja? Möchte müssen. Oh, später Abend. Und vielleicht sogar zwischen den unterschiedlichen Desktop-Betriebssystemen und oder den unterschiedlichen Mobile-Betriebssystemen. Deswegen werde ich natürlich if, wenn, else haben. Aber sie sollen halt bitte an zentraler Stelle sein und sich nicht komplett über den Code verstreuen oder vielleicht sogar im UI irgendwo damit if, iOS, then. Das natürlich nicht. Deswegen ein sauberes Anwendungsframework mit sauber erprobten Patterns wie MVVM, mit Dependency Injection und mit entsprechend typisierter Programmiersprache, wo ich das dann auch sehr schön implementieren und auch sehr schön testen kann und auch über das Tooling sehr gut nachvollziehen kann wieder. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber in Windows. Da habe ich das schon vorher rüber kopiert. User Group Regensburg. Da machen wir jetzt mal Electron auf. Da ist es noch nicht ganz sogar zusammengepackt. Es sind noch ein paar mehrere Files. Das ist Executable. Und oh, da langt die Auflösung sogar fast gar nicht. Und ich habe jetzt wieder meine komplette Windows-Anwendung und habe hier unten das Task-Icon. Ja? Also hier unten sieht das. Das ist schwierig zu sehen wahrscheinlich. Ne? Und kann hier rechte Maustaste machen, Radio Search. Und ich mache jetzt wieder hier diese Interprozess-Kommunikation. Und last but not least, Ubuntu. Da habe ich es auch vorher schon rüber kopiert. Ja, ist oder ist nicht? Ubuntu, sagen jetzt viele, ja Ubuntu, ich kenne niemanden, der Linux macht. Muss ich leider verneinen, wir haben einen sehr, sehr großen Kunden. Wir haben komplett ihre 5.500 Mitarbeiter umgestellt, komplett von Windows weg und machen alles nur noch mit Ubuntu. Also da ist durchaus Need da am Markt, jetzt nicht in der Breite, um Gottes Willen. Aber es gibt Nischen und es gibt Branchen, die das durchaus als ernste Alternative sehen. Und warum sollte ich mich heutzutage als Softwareentwickler oder als Softwareentwicklungsfirma auf irgendeine Plattform beschränken müssen, wenn es nicht unbedingt sein muss von vornherein? Und über diese Idee, ja, jetzt über Ubuntu eine Native-Anwendung zu haben, in Windows eine Native-Desktop-Anwendung zu haben, plus eine Native-Universal-Windows-Plattform-Anwendung zu haben, plus die Möglichkeit, eine Native macOS-Anwendung zu haben, plus eine Native iOS, eine Native Android und eine Native BlackBerry und eine Native Windows Mobile-Anwendung. Naja, ich meine, dann sage ich eigentlich nicht nein. Und das ist halt die Idee, zu sagen, Cross-Plattform-Lösungen, echtes Cross-Plattform mit der Web-Plattform, aber eben ohne, dass ich Schmerzen habe mit JavaScript, ohne, dass ich meine IntelliSense und mein Tooling und meine Produktivität, ja, um den Kreis wieder zu schließen von vorhin, von einer der ersten Fragen, dann auch wirklich zu verlieren, sondern um all das beizubehalten. Ich kann das heutzutage mit TypeScript,
zum Beispiel mit Angular 2, mit den modernen Browser-Plattformen und Engines machen. Wenn ich auf Mobile gehen möchte und muss, dann kann ich dafür Cordova verwenden. Und wenn ich auf Desktop gehen möchte oder muss, dann kann ich dafür Electron verwenden. Um jetzt die Frage zu beantworten, write once, run anywhere, das war der Spruch von James Gosling vor über 20 Jahren. Einer der Erfinder von Java, der hat gemeint, write once, run anywhere. Das hat nicht funktioniert. Das hier funktioniert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Thank you.